Freunde. Das war einfach. Ich habe Offcam weitergesucht, ihr Lieben. Hier, der Bärenkopf, daneben liegt eine Bärenkralle. Schaut mal, die konnte ich jetzt einfach aufheben. Einfach auf die Bärenkralle und aufnehmen. Die Kralle würde gut zu meinem kleinen Kunstwerk passen. Oh, perfekt. Jetzt ist es aber fertig. Okay, passt auf. Nee, nicht der Wohnwagen. Ben. Hallo, Ben. Worum geht's denn diesmal? Du willst mir wirklich weismachen, dass du niemals Angst hast? Genau, niemals. Auch nicht vor den Askil? Askil? Was soll denn das sein? Die Askil sind grauenvolle Monster mit scharfen Krallen. Krallen? Ja, ihre Krallen sind so scharf, dass sie dir in Sekunden die Haut vom Leib schälen können. Und noch? Sie haben zwei Köpfe. Zwei Köpfe? Ja, und beide Köpfe verfügen über einen giftigen Atem, der die Beute lähmt. Und während der eine Kopf sich dann über deine wehrlosen Gliedmaßen hermacht, lacht der andere sein schallendes, keckerndes Lachen. Langsam formt sich ein Gesamtbild. Und scharfe Zähne. Das Schlimmste aber sind ihre scharfen Zähne. Zähne? Ja, mit ihrem schrecklichen Biss können sie deinen Hals innerhalb weniger Sekunden durchbeißen. Der Kiefer ist so stark, dass nicht einmal die stärksten Knochen ein Hindernis für sie sind. Diese Askil scheinen wirklich schreckliche Kreaturen zu sein. Ich muss zugeben, dass ich denen lieber nicht im Dunkeln begegnen würde. Sehr gut, Freunde. Bis später. Ja, bis bald. Und denk dran, immer lachen. Immerhin bist du ein Clown. Okay, wir brauchen doch keinen Gestank, wie es aussieht. Zweiköpfiges Monster. Cool. Ich hab da was für dich. Hä? Ein Askil! Hey. Nimm ihn weg! Sehr witzig. Fand ich auch. Er hat noch einen Ersatzball, schaut mal. Der Ball sieht genauso aus wie die Noai-Eier, die Opa immer als Köder benutzt. Ich bezweifle aber, dass die Feuerdrachen auf so einen plumpen Schwindel hereinfallen würden. Feuer, hm? Woher nehmen wir jetzt Feuer? Die Kerze vielleicht. Hier ist doch eine Kerze. Ich werfe nicht mit Bällen, wenn eine potenzielle Brandquelle in der Nähe ist. Ich sollte das Ofenrohr nicht wahllos mit irgendwelchen Dingen verstopfen. Das letzte Mal hat der ganze Wohnwagen nach Rauch gestunken. Ich habe mich noch Monate später in den Schlaf gehustet. Los, Spot, hol den Ball. Entweder er ist zu faul oder zu dumm. Ich tippe auf eine Mischung aus beidem. Oh, Spot, ich hab dich lieb. Ben hat einen Ball fallen lassen. Er muss wohl noch ein bisschen üben. Du bist schon ein kleiner Mistkerl, ne? Nein. Ich hasse die Jongleursnummer, aber ich hasse auch Waffengewalt. Darum reiße ich mich noch einmal zusammen. Nein, er ist kein Mistkerl. Im Gegenteil, der wird von allen immer nur geärgert. Nicht nötig. Meine Situation... Nicht nötig. Nicht nötig. Okay. Selbst mit einem Kescher könnte ich noch immer keinen Ball fangen. Bruno vielleicht? Man kann mit Bruno nicht Ball spielen. Er verschluckt die Bälle immer. Oh! Oh, Freunde, das ist süß. Der Ball sieht genauso aus wie die Noai-Eier, die Opa immer... Ich bezweifle aber, dass die... Jetzt habe ich eine andere Idee. Vielleicht so? Der Ball sieht einem Noai-Ei zum Verwechseln ähnlich. Wenn nächstes Mal also das Omelett wieder wie Gummi schmeckt, weiß ich, woran es liegen könnte. Selbst mit einem Kescher könnte ich... Den sollte ich lieber nicht verbuddeln. Den braucht... Der Ball sieht einem Noai... Wenn nächstes Mal also das Omelett wieder wie Gummi schmeckt, weiß ich, woran es liegen könnte. Chadwick. Es geht schleppend, meine Freunde. Es geht schleppend voran. Ja, das wird leider passt ja nicht... Puh, sehr schleppend. Feuerdrachenfalle. Feuerdrache. Feuer. Feuer. Los, Spot, hol den Ball.
Ich tippe auf. Nein, es ist gruselig genug, so wie es ist. Feuer. Der Ball sieht genauso aus wie die Noai-Eier, die Opa immer als Köder benutzt. Ich bezweifle aber, dass die Feuerdrachen auf so einen plumpen Schwindel hereinfallen würden. Vielleicht die Stinkpilze? So viele Optionen gibt's doch gar nicht mehr. Pilz. Ich komme den Dingern lieber nicht. Ich will nicht. Nee, Sadwick. Ich kann mich irren, aber eigentlich glaube ich nicht, dass die Spinne das hier als Opfergabe akzeptieren würde. Ich kann mich irren, aber die Idee ist nicht schlecht, aber ich habe Angst, die Höhle zum Einsturz zu bringen. Vielleicht sollte ich mir doch lieber etwas weniger Explosives überlegen. Ich kenne weniger Gefährten. Jetzt haben wir so lange am Monster gebastelt und kommen schon wieder nicht weiter. Ich sage ja, das Spiel ist echt nicht einfach. Hier irgendwas Neues? Nee. Nix. Aber wir können dafür Bruno einen Fisch fangen. Ein Fisch reicht fürs Erste. Ach, Sadwick. Spot, mach du mal was. Er hat schon genug getrunken. Die Insel scheint bewohnt zu sein, aber sie ist zu weit weg, um hinzuschwimmen. Ich glaube nicht, dass es irgendwer sieht, wenn ich winke. Ich glaube nicht, dass es irgendwer hört, wenn ich rufe. Ach, Sadwick, du bist schon so trauerklos. Oh Mann. Bruno, Zirkus, Höhle, Ball, Feuerdrache, Feuerdrachenball, Da gehört der Flüsterstein rein. Wir haben aber keinen Flüsterstein mehr. Diese Stadt unberührt und das soll auch so bleiben. Ja, ich will ins Loch. Da gehört der Flüsterstein. Diese Statue steht hier wahrscheinlich schon seit mehreren hundert Jahren. Unberührt, unerschütterlich, unverändert. Und das soll auch so bleiben. Genau. Reicht ja schon, dass du die Schildkröten geklaut hast. So, ihr Steine, wollt ihr den Ball? Behalt dein Beinwesen-Krempel für dich. Genau. Behalt ihn für dich, deinen bunten, glitzernden Beinwesen-Krempel. Ingo! Behalt dein Beinwesen. Genau. Ingo! Der will irgendwas Buntes, Glitzerndes. Wir haben aber nichts Buntes, Glitzerndes. Hey, was hast du vor? Wieso? Was hat er denn vor? Ich sehe nichts. Ich glaube, er will dich sprengen. Was? Warum denn mich? Na, du bist viel hohler. Gnade! Ingo, du Jammerbrocken! Wir sind Steine! Wir winseln nicht um Gnade! Wir stellen uns unserem Schicksal! Mit so einem Ding kannst du uns nichts anhaben, Weichhaut. Unsere überlegene Steinpower macht uns unverwundbar gegen jegliche Art von Hieb- und Stichwaffen. Dafür spüren wir auch nicht die zärtliche Berührung derer, die uns nahestehen. Oh. In Zukunft lässt du nur noch mich reden, okay? Entschuldigung, Ralf. Oh, Freunde. Steinmütze für die Steine. Was? Hast du dafür etwa unser Steinpulver verschwendet? Wofür? Wofür denn bloß? Für eine Clownsmütze. Eine ordinäre, alberne Clownsmütze. Oh, ist es so eine mit Bommeln obendran? Das tut doch jetzt nicht zur Sache. Er hat unseren Plan zunichte gemacht. Jetzt müssen wir noch einmal ganz von vorne beginnen. Oh je. Es hat mich allein 15 Jahre gekostet, das Fläschchen zu verkorken. Oh nein. Oh, es tut mir leid. Hallo, ihr zwei. Ingo, sieh nur, der Clown ist wieder da. Du kannst mir ja viel erzählen. Okay. Bis später. Du weißt. Wir. Nichts Neues. Behalt dein Beinwesen. Genau. Deine
unten. Ingo! Der will was Buntes, Glitzerndes. Oh. Behalt dein Bein wieder. Nein. Ingo! Hm. Hey, was hast du vor? Wieso? Was hat er denn vor? Ich sehe nichts. Ich glaube, er will dich verbuddeln. Was? Warum denn mich? Na, du bist viel runder. Gnade! Ingo, du Jammerbrocken! Wir sind Steine! Wir winseln nicht um Gnade! Wir stellen uns unserem Schicksal! Ach, ihr Steine, ihr! Behalt dein Bein! Genau! Ingo! Bunt und glitzernd, ich weiß schon. Hier ist überall nichts, Freunde. Nicht. Gar nichts. Statue, Wappen. Statue, Zunge, Loch. Das hilft mir auch nicht. Versuch was wert. Spot auch nicht, ne? Wie sollen wir da nur hochkommen, Spot? Bei deiner Höhenangst? Oho. Spot ist so süß. Also, wir haben jetzt noch hier den Zirkus und die Höhle. Jetzt habe ich noch eine andere Idee, Freunde. Nochmal erschrecken. Ich habe da was für dich. Hä? Mir fällt da echt mehrfach. Askel. Mehrfach drauf rein. Nimm ihn weg, nimm ihn weg, nimm ihn weg, nimm ihn weg! Ja! Es hat geklappt! Die lasse ich lieber hier. Sie halten die Mücken fern. Sehr witzig. Fand ich auch. Okay, wir haben jetzt Opas Hose. Das ist Opas Hose. Wenn seine Geschichten stimmen, dann hat sie schon die ganze Welt gesehen, ihm mehrfach das Leben gerettet und einen Krieg angezettelt. Ja, auf jeden Fall. Jetzt habe ich noch eine Idee. Ah, die Ideen häufen sich, ihr Lieben. Opas Hose. An die erinnere ich mich auch noch. Die kommt noch. Ich sag nichts. Ich komme den Dingern lieber nichts. Ich will nicht, dass... Okay. Ich kann mich irren, aber eigentlich glaube ich nicht, dass die Spinne das hier als Opfergabe... So viel dazu, Hose. Hose. Hose? Wenn die Geschichten stimmen, hat die Hose Opa in so mancher Messerstecherei das Leben gerettet. Ich hasse die Jongleursnummer. Ich hasse die, aber ich... Ja. Lieber nicht. Der Gedanke ist vielleicht absurd, aber die Hose ist eigentlich groß genug und aus Segeltuch. Sie würde gar keinen schlechten Fallschirm abgeben. Okay, nochmal zurück zum Baum. Kein schlechter Fallschirm, aber wir kommen immer noch nicht hoch. Das ist das Problem. Das hilft mir auch nicht, da hochzukommen. Das hilft mir. Nein, das Loch. Nein, das Loch ist. Nein, das Loch ist verstopft und das ist gut so. Das hilft mir auch nicht, da hochzukommen. Ich sollte die Sachen, die ich mit mir rumtrage, lieber nicht nass machen. Ich will ungern an einer Blasenentzündung sterben. Oh, sehr ruhig. Hose? Die wurde bereits gewaschen. Okay. Tja. Bruno eingefallen tun. Die meinen doch Bruno, oder? Wer ist sonst ein schlafender Riese? Ach, vielleicht die Spinne in der Höhle. Hm.
Nur ich habe immer noch keine Ahnung, wie wir in die Höhle reinkommen sollen. Der Ball sieht genauso aus wie die Noai-Eier, die Opa immer als Köder benutzt. Ich bezweifle aber, dass die Feuerdrachen auf so einen plumpen Schwindel hereinfallen würden. Die Falle ist leer. Und das ist auch ganz gut so. Feuerdrachen sind fliegende Brandherde mit einer Tendenz zur spontanen Selbstentzündung. Unnötig zu erwähnen, dass Spot ganz vernarrt in die Dinger ist. Spot geht wohl kaum als passabler Feuerdrachenköder durch. Die Dinger haben einfach zu viel Angst vor ihm. Wir sind nah dran, ich spür's. Der Ball sieht genauso aus. Ich bezweifle aber, dass die Feuer... Tu den halt einfach mal da rein, Seth. Die Feuerdrachenfalle ist schon wieder leer. Opa benutzt immer nur... Ja, ich weiß. Ich weiß. Tu das jetzt sofort da rein. Ben hat einen Ball fallen lassen. Er muss wohl noch ein bisschen üben. Du bist so fies. Ich sag Ben lieber nicht, dass ich seinen Ball gefunden habe. Soll er sich doch dumm und dämlich suchen. Das kann ja nicht allzu lange dauern. Nein, es ist... Ich bin überfordert. Oh, Sadie. Der Ball sieht genauso aus. Ich bezweifle... Los, Spot, hol den Ball. Entweder er ist zu faul oder zu dumm. Ich tippe auf eine Mischung aus beidem. Der Ball sieht genauso aus wie die Noai-Eier, die Opa immer als Köder benutzt. Ich bezweifle aber, dass die Feuerdrachen auf so einen plumpen Schwindel hereinfallen würden. Gibt's hier nicht irgendwo eine Leiter? An das Seil kommen wir auf jeden Fall nicht ran. Wir könnten es nochmal mit dem Anzug probieren. Ich werde den noch nehmen können. Ich hab da was für dich. Hä? Ein Askel! Nimm ihn weg! Ey, stopp mal! Was fingerst du da hinter meinem Rücken an der Wäsche rum? Lass das gefälligst. Du machst sie ja doch nur wieder dreckig. Aha, also den kriegen wir gar nicht. Spot. Leiter. Irgendwas. Opa. Was soll denn das werden, wenn es fertig ist? Ein furchteinflößendes Monster, denke ich. Ha! Früher hab ich's. Ja. Da war die Welt noch in Ordnung. Der Gedanke ist vielleicht absurd und aus sie würde gar keinen schlechten Fall. Ich sollte noch etwas an meinem Kanonenrohrtrick feilen. Die Wäsche zusammenlegen steht nicht auf meiner To-Do-Liste. Es ist eine von den vielen Sachen. Kanonenrohrtrick feilen. Ich kenne weniger Gefährle. Wenn Opas Geschichten stimmen. Ja. Nicht nötig. Das ist kein Wäschekorb, sondern Ben bewahrt darin Sachen auf, die ich nicht in die Finger bekommen soll. Nicht nötig. Ich sollte sie wieder zurücklegen und mich im Bett verkriechen. Ach ja. Oh. Der Kompass zeigt nach Norden, wo Familienmitglieder keine Geheimnisse voreinander haben. Oh. Nicht nötig. Nicht nötig. Meine Situation... Wie kommen wir auf den Baum? Wie kriegen wir die Feuerdrachen? Wie kommen wir in die Spinnenhöhle? Lauter so Sachen. Ofenrohr. Der Ofen ist so klein. Okay, passt mal auf. Das soll wohl ich sein. Ben hat vergessen, den Ausdruck von Entsetzen in mein Gesicht zu zeichnen. Hammer. Ihn haben wir auch. Fehlt nur die Kanone. Das Wichtigste ist ein stabiles Kanonenrohr. Dem Kanonier soll ja nichts passieren, wenn er mich in die Luft sprengt. Genau. Wir haben alles, aber wir kommen nicht aufs Kanonenrohr rauf. Leer, wie alles, was mir gehört. Oh.
Der Ball sieht genauso aus wie die Noai-Eier, die Opa immer als Köder benutzt. Ich bezweifle aber, dass die Feuerdrachen auf so einen plumpen Schwindel hereinfallen würden. Man kann mit Bruno nicht Ball spielen. Er verschluckt die Bälle immer. Ja, armer Bruno. Den gebe ich ihm bestimmt nicht zurück. Soll er sich doch dumm und dämlich suchen. Das kann ja nicht allzu lange dauern. Ich sollte die Sachen, die ich will, ungern... Finger weg von der Wäsche! Du machst sie ja doch... Ich verzweifle. Was hast du da? Ein Noai-Ei? Es ist nur Bens Jonglierball, Opa. Sicher? Es sieht genau aus wie ein Noai-Ei. Wie die, die wir immer in den Feuerdrachenfallen benutzen. Ja, ich brauche mehr Hinweise, Opa. Damit kann ich hier nichts ausrichten. Ich hasse die Jongleurs, aber ich hasse lieber nicht. Selbst mit einem Kescher. Der Kompass, wo wo Jonglier gesetzlich verboten ist. Nicht nötig, meinst du? Den soll ihn brauchen. Jonglieren hat es schon. Der Ball sieht genauso aus wie die Noai. Ich bezweifle aber, dass die Feuerdrachen auf so einen plumpen Schwindel hereinfallen würden. Spot, tu was! So wäre Spot ein prima Köder für die Feuerdrachenfalle. Leider ist die Falle viel zu klein für ihn. Zu klein für ihn. Prima Köder. Zu klein für ihn. Zu klein für ihn. Was ist nicht zu klein für ihn, Freunde? Gibt's irgendwas, das nicht zu klein für ihn ist? Oh, wir können Spot mit sich selbst verwenden. Nee, komm mal nicht. Geht das? Nee, im Inventar kann man ihn nicht benutzen, nur andersrum. Jetzt ist er die Falle reit, bitte. Tut es doch der reit, Bad Sapwick. Was habe ich denn übersehen, Freunde? Was fehlt denn? Wieso fallen die darauf nicht rein? Alle sagen, es sieht genauso aus wie das Ding. Aber er tut's nicht rein. Der Ball sieht genauso aus wie die Noai-Eier, die Opa immer als Köder benutzt. Ich bezweifle aber, dass die Feuerdrachen auf so einen plumpen Schwindel hereinfallen würden. Vielleicht doch der Pilzgeruch, aber er geht ja nicht ran, der Dödel. Vielleicht kann's... Nee, er sagt immer nur, dass Spot gut Pilze suchen kann, aber nicht irgendwie, dass das helfen würde. Spotty, komm mal her. Schau nicht so gierig. Du bekommst heute nichts mehr zu essen. Sieh dich doch nur an. Du wärst fett. Hey, Spot, ich habe eine Idee. Du könntest doch den Köder spielen und... Tja, weiter bin ich noch nicht mit meinem Plan. Aber man kann schon erkennen, dass er einiges an Potenzial hat, nicht wahr? Nein, irgendwie nicht. Los, Spot, hol den Ball. Endlich tippe auf... Ich komme den Dingern lieber nicht zu nahe. Musst du ja nicht. Dass alle meine Sachen nach Stinksporen riechen. Ich komme den Dingern... Ich will nicht, dass... Aus diesen Pilzen könnte man sicher qualitativ hochwertige Stinkbomben basteln. Und das heißt, Ben darf nie erfahren, dass die hier wachsen. Oh, die Askel waren offenbar schwer bewaffnet. Und ich dachte, Bobby übertreibt nur. Hoffentlich geht es ihm gut. Mal sehen. Nein, das Netz ist zu stark. Auf diese Weise komme ich hier nicht durch. Freunde, ich glaube, wir müssen das verbrennen mit diesen Feuerdrachen. Aber was tut den Ball da nicht rein? Ich verzweifle. Ist das ein Bug? Soll ich das Spiel neu starten? Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Natürlich habe ich irgendwas vergessen, aber ich weiß nicht was. Freunde, ich muss nochmal Offcam suchen. Sobald ich weiß, wie es weitergeht, hole ich euch wieder dazu. Bis gleich. Beziehungsweise für euch natürlich bis zur nächsten Folge. Macht's gut.